Meine Damen und Herren, das ist ein Abend, der mich als Spitzenkandidatin der Linken natürlich nicht glücklich macht. Es ist eine herbe Niederlage für uns hier als Linke in Sachsen-Anhalt. Und ich muss feststellen, dass es uns nicht gelungen ist, auch mit einem starken Wahlkampf, mit wichtigen Themen wie der Ost-West-Gerechtigkeit, mit Gesundheitswesen, diesen Bundestrend, in dem wir uns gerade bewegen, diesen zu durchbrechen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es die richtigen Themen waren. Wir werden dem treu bleiben. Und die positive Nachricht ist, dass wir den dritten Platz im Parteienspektrum hier im Landtag von Sachsen-Anhalt, den haben wir verteidigen können. Ja, und nun beglückwünsche ich natürlich den Ministerpräsidenten zu diesem sehr starken Ergebnis und fordere ihn auf, zeitnah eine Regierung zu bilden. Also etwaige Überlegungen wie von der CDU-Fraktion bereits geäußert, dass man hier bis zur Bundestagswahl warten möchte, dem kann ich nur eine klare Absage erteilen. Wir haben große Aufgaben vor uns, die eng im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, wo klare Antworten gefordert sind, wo klare Verhältnisse hier von den Menschen in Sachsen-Anhalt von ihm erwartet werden können. Und ich bin schon gespannt, wie er das macht, nachdem er nun deutlich gesagt hat, dass wer nicht CDU wählt, schadet dem Land Sachsen-Anhalt. Er hat damit in Richtung aller Parteien die Türen zugeschlagen. Das heißt, es wird für ihn eine hohe Hürde sein, aber ich wünsche ihm viel Erfolg dafür.